Was geht ab, Freunde? Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Bevor wir mit dem heutigen Video allerdings anfangen, beziehungsweise mit dem zweiten Video heute schon, möchte ich nochmal ganz kurz eine kleine Eigenwerbung hier raushauen. Und zwar, Freunde, habe ich letztens ein ziemlich nices Video hochgeladen. Das war so ein kleines Ayovoki-Video, so. Mir macht das ziemlich Spaß irgendwie und ich finde das einfach irgendwie geil. Deswegen, wenn ihr darauf Bock habt, Freunde, checkt das natürlich gerne aus. Ich kann es euch einfach mal verlinken. Das ist dann der zweite Link in der Videobeschreibung. Erster Link wird das hier sein, Freunde. Und ja, generell, ich hoffe natürlich, ich überschütte euch hier nicht mit Videos. Das ist jetzt hier das zweite Video heute, Freunde. Manchmal überschneidet sich das halt einfach mit den verschiedenen Sachen, die ich mache. Rap-News, Reactions und alles mögliche. Und dann kann es natürlich passieren, dass auch mal ein kleiner Double-Upload dabei rauskommt, Freunde. Ich denke mal, das sollte jetzt aber nicht so schlimm sein. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Video hier. Ihr konntet schon im Titel lesen, Freunde, wozu heute das Video hier ist, beziehungsweise was wir uns jetzt anhören werden. Und zwar, Freunde, heißt der neue Künstler hier, der neue Rapper hier, Apache 207. Ich habe so noch nichts gehört von ihm. Mir wurde jetzt vorhin das Reaction-Video von Tubo vorgeschlagen. Da bin ich dann eben dadurch da drauf gekommen. Und ja, dann dachte ich mir einfach mal, ich höre mir das einfach mal an, Freunde, mit euch zusammen. Und ja, wie gesagt, ich kannte ihn noch nicht. Ich habe dann mal auf den Kanal geguckt, da gibt es auf jeden Fall ein paar mehr Musikvideos, beziehungsweise noch ein paar andere Lieder. Ob die jetzt mit Musikvideos sind, weiß ich nicht. Ich habe mir davon keins angeguckt. Genauso wie das hier, Freunde, wir werden uns das jetzt zusammen gönnen. Kein Problem heißt der Track. Und ja, ich bin ziemlich gespannt. Auf jeden Fall fängt schon mal sehr nice hier an. Der Benz natürlich muss am Start sein, Freunde. Wie soll es auch anders sein? Oh, okay. Das sieht auf jeden Fall heftig aus, Digga. Das sind einfach... Ja, Shindy hatte natürlich einen Iced-Out-Fußball. Und das jetzt zwar nicht Iced-Out so an sich, aber glitzert auf jeden Fall auch schön. Und zwar hier Gold und ja, sind wahrscheinlich auch trotzdem Diamanten drauf oder so. Hier ein, ja, Rollschuhe. Oh Mann, was es nicht alles gibt, Digga. Was sich Rapper nicht alles holen. Okay. Du Bastard, du Schwätzer, du kannst viel, aber Mann sein nicht. Apache, der Gangster, der ab und an sein Tanzbein schwingt. Okay, Schwamm. Das sieht auf jeden Fall auch geil aus hier mit den, ja, LEDs hier so. Auf jeden Fall auch die gleiche Farbe ungefähr. Ja, jetzt sind die gerade hier hinten. Jetzt sind die gerade hier im Hintergrund bei mir blau gewesen. Jetzt werden sie langsam hier dann aber wieder pink und so. Ich feiere das auf jeden Fall bei LEDs. Pink finde ich ist einfach eine der geilsten LED-Farben. Also ich meine, ich finde das an sich auch geil. Hier zum Beispiel ist auch pink. Und ja, komm, wir hören mal weiter hier. Ihr Huren, ihr wollt Stress, doch kennt Mannheim nicht. S-Klassen am Cruisen, durch Ludwigshafen, wenn Nacht dann bricht. Lauf mit meiner Pelle allein durch die Stadt, den Status hab ich mir erarbeitet. Okay, mir krass. Mir ist egal, was du gerade machst, du blendest deine Story, langweilt mich. Okay, ganz kurz, bevor wir, ich spule auch gleich nochmal zurück, Freunde. Richtig krass, also komplett unerwartet so. Der Anfang war noch so, so hätte ich es mir sogar irgendwie vorgestellt. Auch wenn ich den Beat jetzt nicht mir so gedacht hätte. Der ist auf jeden Fall übelst geil, der Beat. Aber es ist ziemlich, ziemlich besonders. Es ist was anderes, was extrem gut ist. Und ja, komm, wir müssen es nochmal hören hier. Ich lauf mit meiner Pelle allein durch die Stadt, den Status hab ich mir erarbeitet. Mir ist egal, was du gerade machst, du blendest deine Story, langweilt mich. Ich bin auf Fall. Auch hier ein nice Auto, natürlich hier der i8 am Start, Digga. Geil, Mann. Ich bin auf Falk, ich bin auf Falk. 3 Promille und ich schreib grad Hit. Du bleibst. Okay, er schreibt grad Hit. Glaube ich, das trifft das Ganze ziemlich gut. Also, das ist wirklich ein extrem gutes Lied. Also, dadurch, dass es halt eben komplett anders ist als das, was wir zum Beispiel sonst anhören hier, muss man halt einfach sagen, sticht das halt schon wieder wirklich komplett heraus. Also, weißt du, man kann unter 10 Liedern, die man sonst so hört, die sich vielleicht irgendwo ähneln im Stil und so, ist das einfach, sticht das komplett heraus. Ist einfach ein anderer Stil. Und, Digga, allein der Beat davon ist absolut krass. Ja, und das geht halt einfach wirklich in eine andere Richtung. Ich finde das generell auch gut, wenn man mal ein bisschen Abwechslung hört zu dem, was man sonst so hört, was wirklich oftmals schon irgendwo ähnlich ist. Was normal ist, weil es halt ähnliche Stile sind. Aber das hier ist halt wirklich auch was ganz anderes. Ich kenne die anderen Lieder nicht. Ich werde mir die dann mal anhören, ob die auch so geil sind. Aber wir kennen jetzt hier von 43 Sekunden und es ist schon absolut krass, also ohne Witz, Digga. Es flasht mich auf jeden Fall richtig. Gerade was du nicht sagst, du meinst gegen Eis hast du Heiwans mit, aber kein Problem, auch auf jeden Fall sehr musikalisch, muss man sagen. Und ja, ich finde das echt, wie die das gemacht haben, Digga, ist einfach echt gut mit den ganzen Vocal Effects und so. Wirklich perfekt, Digga. Aber auch der Flow und so. Kann das regeln, ganz normal in meiner Gegend, mein Sohn. Was ist geschehen, mein Sohn?
Ah, okay, zum Text vielleicht ganz kurz. Er sagte hier, was ist geschehen? Also aus der Sicht sozusagen von seiner Mutter. Vielleicht, weil sie sich denkt, so, was ist mit dir passiert, wenn du mit solchen Teilen hier unterwegs bist? Oder vielleicht auch vom Style, weiß man ja nicht, wie das so bei den Eltern ankommt. Wenn man natürlich danach gehen kann, dass der Text irgendwas mit seinem echten Leben zu tun hat, würde ich jetzt schon mal vielleicht sagen, dass das sein könnte. Und ja, seine Antwort darauf ist dann so mäßig, dass er so leben wollte. Ja. Nice. Ganz normal, so wollt dein Sohn doch leben. Indianer, Ah, Apache. okay, und jetzt hier auch. Oh, okay. Auf jeden Fall geil hier, dass wenn man das so sieht und so sein Outfit und dann hier diese Nikes, Digga, perfekt passend. Und ja, auf jeden Fall auch hier natürlich nochmal auf den Namen Apache irgendwie hier mit den Indianersachen angespielt. Muss natürlich im Prinzip auch sein, ja, ist klar. Oh, Digga, das Video auch echt extrem gut gemacht. Also ich fand vor allem halt, wie gesagt, diese Szenen am Anfang in diesem Tunnel richtig geil. Den Bitches gefällt, was ich auf Insta poste. Okay, ein bisschen anders der Beat hier gewesen für ganz kurze Zeit. Indianer, Apache, oberkörperfrei auf Insta posen. Indianer, Apache, ich stehe hier mit meinem Hemd in der Hose. Denn ich bin Indianer, Apache, Deutschraps Miroslav Klose. Ich scheiß auf dich, weil ich nichts von ADS. Bitches all, sie will meine Nummer, aber folgt mir nicht auf Instagram. Gib Apache 207 ein und du findest dann Kontaktdaten. Auch wirklich, was er so macht, hier auch wieder natürlich ein extrem auffälliges Outfit hier. Ja, es wirkt schon alles so ein bisschen auch wie, vielleicht kann man es ein bisschen so vergleichen, Shindy und so ein bisschen eher so oldschool-mäßig, so. Wisst ihr, was ich meine? Also ich meine jetzt nicht oldschool-Rap oder so, sondern ich meine halt einfach so, ihr wisst, was ich meine, guckt euch die Klamotten an, ja. Sowas halt. Auf jeden Fall extrem, extrem geil. Auch so, was er oft, was da so, was er mit seiner Stimme macht und so, echt extrem geil. Ein und du findest dann Kontaktdaten für Businessanfragen. Stell dich hinten an. Aber kein Problem, denn ich kann das regeln. Ganz normal in meiner Gegend. Mein Sohn, was ist geschehen? Mein Sohn, was ist geschehen? Keine Sorge, Mama, ganz normal, so wollt dein Sohn doch leben. Aber kein Problem. Vielleicht auch, bevor wir jetzt gleich hier weiterhören, ich spule auch wieder zurück, ja. Keine Sorge, wir haben es vorhin, ich habe es vorhin angesprochen mit Shindy, ja. Ich glaube, das könnte auch echt extrem geil werden. So eine Hook von ihm und dann so ein Shindy-Track, so, wenn das natürlich irgendwie passt und man das irgendwie zusammenbringen könnte, wäre das vielleicht irgendwie geil. Also irgendwie, keine Ahnung, so dieser ältere Klamottenstil, so diese Trainingsanzüge und so, erinnert mich einfach an Shindy. Ich weiß nicht, ob das passen würde, so, weil es halt schon zwei unterschiedliche Stile sind, aber vielleicht könnte man das sogar gut irgendwie verbinden miteinander. Das wäre vielleicht echt extrem geil. Ja, die Hook extrem gut, kann man sich wirklich perfekt einprägen, so. Auch nach dem ersten Mal hören. Also wirklich ein perfekter Ohrwurm einfach. Und ja, ist einfach so ein Lied, das kann man sich vorstellen, Digga, dass das in jedem Club überall läuft einfach. Also wirklich, gefällt mir extrem gut. Auch das Video hier echt geil gemacht. So hier zum Beispiel auch das hier. Richtig, richtig Dein geil, Mann. Sohn doch leben, aber kein Problem, denn ich kann das regeln, ganz normal in meiner Gegend. Mein Sohn, was ist geschehen? Mein Sohn, was ist geschehen? Keine Sorge, Mama, ganz normal, so wollt dein Sohn doch leben. Digga, richtig geil, ohne Witz, Mann. Das ist wirklich so ein Track, so, das ist auf jeden Fall eine 10 von 10. Wir gucken mal, bringt er hier irgendwie noch ein Album? Album? Okay, so ein bisschen Behind the Scenes noch hier am Ende. Okay. Ja, nee, Album bringt da auf jeden Fall keins raus. Wir können mal nochmal in der Videobeschreibung gucken, ganz kurz. Ob da noch irgendwas steht. Spotify, Kontakt. Nee, er bringt kein Album. Ich denke mal aber, wahrscheinlich wird da dann dieses Jahr auch irgendwas kommen. Wie gesagt, also hat mir echt extrem gut gefallen. Ich denke mal, ich habe eigentlich genügend dazu gesagt. Ich bin gespannt, was man so noch hören wird von ihm. Ganz anderer Stil auf jeden Fall so. Und das ist klar, sowas geht natürlich ab. Also wenn man sich ein bisschen von der Masse abhebt. So zum Beispiel auch Finch Asozial. Denke ich mal auch ein echt gutes Beispiel davon, wie man sich ein bisschen abheben kann und dadurch halt schon wirklich gut ankommen kann. Und ich denke auch, dass es bei ihm auch genauso sein wird. Ich denke, der wird seinen Hype auf jeden Fall dieses Jahr bekommen. Wir gucken mal die Bewertungen nochmal an hier ganz kurz. 11.000 Daumen nach oben. 447 Daumen nach unten. Ich denke mal, das spricht wirklich für sich.
Also das kommt, denke ich mal, echt gut an. Und ja, schreibt mir gerne eure Meinung zu dem guten Herrn hier in die Kommentare, wie ihr es fandet, Freunde. Mich hat es komplett geflasht, wie gesagt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so sein sollte, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao.